Naja, also ich mache jetzt ein Thema auf, was vielen nicht so gefällt. Wir haben ja eben in Morschenich gestanden am Marktplatz und dann hat ja jemand schon mal gesagt, dass ja jemand gestorben ist, 2018 hier im Wald. Und die meisten wissen ja auch warum. Es hat ja hier die große Räumung stattgefunden und dann hat ein Mensch sich entschlossen, weil er von der Polizei immer davon abgehalten worden ist, Aufnahmen zu machen, oben nach Beachtown raufzugehen auf 25 Meter Höhe und die polizeilichen Maßnahmen von da oben zu filmen. Und bei dieser Gelegenheit ist es dann zu diesem Unfall gekommen. Ja, das war schrecklich. Ich musste dann auch eben wieder weinen und bin dann ja auch weggegangen. Und jetzt bin ich aber wieder da und eben an der Kante, als wir da vorne an der Kante gestanden haben, ging es mir wieder ganz ähnlich. Also ich will erstmal eins sagen. Es hat ja hier schon viele Maßnahmen gegeben in den letzten Jahren, seit hier Menschen im Wald wohnen. Und es hat ja auch viele Maßnahmen gegeben, über die man sich eine Meinung bilden kann. Meine Meinung ist klar. Ich finde, dass die Behörden und die Polizei hier keinen anständigen Job machen, weil hier Menschen weggesperrt werden, weil hier Menschen gewalttätig behandelt werden. Und also erstens sind ja Menschen schon mehrere Monate im Knast gewesen, wo dann nachher das Berufungsgericht entschieden hat, eigentlich hätten sie nur 3 Wochen Jugendarrest haben dürfen für das, was sie da getan haben, ne, im Wald trommeln und dann 7 Monate in Gewahrsam zu kommen, das ist irgendwie ein Unding. Und unter anderem ist es mir selber ja auch passiert, ich bin ja nicht der Einzige, dem es passiert ist. Es war der 3. Dezember 2016, ich werde versuchen, mich ganz kurz zu fassen. Da bin ich vom Polizei, also ich habe Filmaufnahmen gemacht, bin von Polizeibeamten angegriffen worden, zu Boden gerissen worden, mit Schlagstöcken traktiert worden. Dann hat man mich gefesselt, dann hat man mir 2-mal mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Und ich habe dann beschlossen, mit meinem Anwalt zusammen, weil es ja auch Videoaufnahmen und Zeugen gab, diese Polizeibeamten anzuzeigen. Dann muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Ich sag nochmal das Datum, 3. Dezember 2016. Die Staatsanwaltschaft hat in dieser Zeit 2-mal das Verfahren eingestellt, weil angeblich kein Tatnachweis zu führen ist. Wir haben natürlich 2-mal dagegen Beschwerde eingelegt. Die 2. Beschwerde liegt gerade vor. Es gibt noch keine Entscheidung, ob das Verfahren wieder aufgenommen wird. Und nach 3 Jahren muss man, wenn die Staatsanwaltschaft nichts tut, zivilrechtlich klagen. Das haben wir auch gemacht zum Ende des Jahres. Das ist jetzt vor dem Landgericht. Das Landgericht hat sich dazu noch nicht geäußert. Also man muss ja leider, man kann ja nicht die einzelnen Polizeibeamten, die das getan haben, verklagen. Man muss ja das Land NRW verklagen, weil die halt der Dienstherr sind. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben vom Gericht noch keine einzige Mitteilung bekommen, dass das jetzt dem Land zugestellt worden ist. Also man hat seit dem 3. Dezember 2016 das Gefühl, dass die Behörden auch gar nicht gegen ihre eigenen Leute ermitteln wollen. Und das kennen wir ja auch so. Ne? Das ist so. So, und das Erste ist, ich leide seitdem darunter. Ich habe 4,5 Monate Traumatherapie hinter mich gebracht. Das war eine super, super beschissene Situation. Also hauptsächlich, dass im gefesselten Zustand in die Fresse geschlagen zu werden. Das geht gar nicht. Und dass das in dieser Bundesrepublik möglich ist und dass es keine Konsequenzen hat, das ist eigentlich das Allerschlimmste dabei. So, und für mich hat es nicht nur psychische Konsequenzen, sondern es hat natürlich für alle und auch für mich auch eine Menge finanzielle Geschichten am Hals, weil ich muss die ganze Scheiße auch noch bezahlen. Ich muss meinen Anwalt bezahlen, ich muss die Gerichtskosten bezahlen und das alles belastet mich sehr. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, naja, ich bin eigentlich nicht so ein Betteltyp und will das eigentlich auch gar nicht, Leute um Geld bitten. Aber ich mache das inzwischen, weil es gar nicht mehr anders geht. Und ansonsten habe ich nur eine Hoffnung, dass es mal dazu kommt, dass wir Gerechtigkeit bekommen, weil wenn es für gewalttätige Polizeibeamten keine Konsequenzen hat, das Handeln, dann machen die das immer wieder. Und dann wird es jeden Nächsten treffen und der ist dann in derselben beschissenen Situation wie die Menschen im Wald eh und wie ich auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.